Und damit, liebe Pokémon-Fans, heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon X und Y Wi-Fi-Kampf. Wie immer kommen wir erstmal zur Teamanalyse und da seht ihr schon, dass ich nicht direkt ein neues Mega-Pokémon dabei habe, denn ich habe Mega-Stolos in meinem ersten Kampf benutzt, glaube ich. Allerdings ist das ja ein anderes Stolos, bei dem ich ein bisschen mehr auf die Attacken geachtet habe. Und dafür sind auch die anderen, also vier der anderen Pokémon komplett neu. Das Voltenso ist ein normales Voltenso, das ich da habe, um die Elektroschwäche in meinem Team abzufangen. Denn wie ihr vielleicht sehen könnt, ist es tatsächlich ein Regenteam. Mit Quaxo, das möglichst oft den Regen rausbringen soll. Damit kriege ich dann nämlich die Feuerschwäche von Stolos weg. Und ich bekomme die Feuerschwäche von Fermicula, glaube ich heißt es auf Deutsch, Durant auf Englisch, das Käfer-Stahl-Pokémon. Bekomme sie zumindest nur halbiert, wodurch es eine physische Feuerattacke überleben könnte. Dann haben wir noch Labras da als Special Ball. Es hat eigentlich eine spezielle Strategie, aber die konnte ich bisher nicht in einem Kampf zeigen, weswegen ich es höchstwahrscheinlich austauschen werde durch ein anderes Pokémon. Und dann Vivillon oder Vivion, je nachdem wie ihr es aussprechen wollt, das mit dem Orkan profitiert. Im gegnerischen Team haben wir dann Ditto, ein sehr interessantes Pokémon. Da es mit seiner Fähigkeit sofort sich verwandelt und alle Werte vom Gegner übernimmt. Dann Scorbunny, vermutlich physisch-defensiv. Mega Morwile. Genesec, das inzwischen Gott sei Dank gebannt ist. Aber ich kann natürlich niemandem vorschreiben, was er gegen mich spielen soll. Dann Tentoxa als Special Wall, nehme ich an. Und Volcarona, Ramoth auf Deutsch. Das Special sweepen soll am besten mit Falterreigen und Feuerreigen oder so. Mir ist der deutsche Name gerade nicht bekannt. Fangen wir an. Damit würde ich sagen, fangen wir an mit dem Kampf gegen Sarita. Ist jetzt der zweite oder dritte Kampf gegen ihn, aber er ist nun mal ein sehr ebenbürtiger Gegner. Ich liege mit meinem Quaxo, macht Sinn in einem mehr oder weniger Regenteam und er mit seinem Tentoxa hat es vermutlich predicted. Ich weiß, dass ich nicht viel machen kann. Ich möchte übrigens an dieser Stelle einmal anmerken, dass seine Pokémon ziemlich geniale Namen haben, wie Hans-Peter sein Tentoxa. Und wechsle deswegen in mein Durant raus. Er legt die Giftspitzen, stört mich gar nicht mal so sehr. Denn er geht in dieser Runde dann auf den Schutzschild. Hat vermutlich einfach mit einem Angriff gerechnet, aber tatsächlich benutze ich Klauenwetzer. Denn Klauenwetzer erhöht meinen Angriff und meine Genauigkeit. Und da meine Fähigkeit meine Genauigkeit senkt, damit ich mehr Schaden machen kann, macht das ganz gut Sinn. Er merkt ja auch, ist gar nicht mal so gut mit dem drin zu bleiben. Schicke ich mal lieber mit Scorbunny rein. Aber Scorbunny, tut mir leid, den Eisenschädel steckst auch du nicht so gut weg. Ich nehme an, er war hier auch ein bisschen überrascht von dem Schaden. Ich wäre es auch gewesen, denn Durant ist tatsächlich ein sehr unterschätztes Pokémon. Benutzt dann natürlich sein Schutzschild, um ein bisschen hochzuheilen. Ich benutze Steinkante. Ich habe nicht mal Angst, dass Steinkante daneben geht, denn dank des Genauigkeitsboosts, glaube ich, bin ich fast wieder bei 100% mit der Trefferchance. Also, Steinkante trifft. Ich hatte gedacht, er wechselt vielleicht sein Volcarona raus, deswegen habe ich Steinkante benutzt. Das hätte nämlich Volcarona mit ziemlicher Sicherheit one-hitted. Als nächstes schickt er seinen Genesec raus. Will mich höchstwahrscheinlich mit dem Flammenwurf treffen. Erstmal erhöht natürlich seine Fähigkeit, dann seinen Spezialangriff. Und ich bin ganz froh, dass Genesec inzwischen ins Uber gebannt wurde, denn es wird Zeit. Zusammen mit Mega Lucario, was ich nachvollziehen kann. Ich schicke nochmal meinen Tadpole, meinen Quaxo rein, um den Regen rauszubringen und den Flammenwurf abzufangen. Aber eins muss ich ihm lassen, der Flammenwurf macht mir immerhin 10 Schaden. Das ist schon mal fast gut. Ich meine, okay, ich bin voll auf Spezialverteidigung ausgelegt, von daher, es ist nicht seine Schuld. Hier greift er mit Donnerblitz an und das hat mich überrascht, denn ich dachte, er würde entweder ein Choice Scarf oder ein Choice Bax tragen, aber tatsächlich nicht. Er trägt ein Item, das ich immer noch nicht identifizieren konnte. Ich schicke mein Voltenso rein, um einen Donnerblitz abzufangen. Nachdem ich mit Surfer eine Menge Schaden gemacht habe. Und ja, der Donnerblitz wird natürlich abgefangen, Blitzfänger triggert und meine Initiative erhöht sich. Jetzt benutze ich Hitzekoller. Hitzekoller ist nicht unbedingt die beste Wahl als Attacke in einem Regenteam. Aber es ist immer noch sehr effektiv. Und sollte auf jeden Fall ein Genesec ausschalten können. Mein Spezialangriff sinkt stark, weswegen ich hier nicht mehr viel machen kann. Und er nutzt seine Chance. Vermutlich wohlwissend, dass ich nicht mehr viel machen kann gegen sein Grill on Fire, sein Volcarona. Und deswegen schickt das rein, hat jetzt quasi eine Runde zum Boosten.
während ich meinen Lapras reinschicke. Und Lapras hat eigentlich eine sehr interessante Strategie, die nur leider nur sehr selten aufgeht. Eigentlich ist hier die Idee, mit Abgesang und Whirlpool den Gegner gefangen zu halten und dann in der letzten Runde auszuswitchen, was dem Gegner natürlich nicht gelingen kann, da er durch Whirlpool gefangen ist. Aber in diesem Tier ist das leider kaum zu schaffen. Dazu kommt noch, dass ich die Griffklaue benutze, was die Dauer von Whirlpool verlängert, was ich nicht mehr unbedingt machen sollte. Denn ich glaube, Whirlpool trifft, hält immer garantiert 3 Runden. 2 oder 3 auf jeden Fall, wären Überreste, glaube ich, eine weit bessere Idee. Ich starte auf jeden Fall mit dem Abgesang, denn der Abgesang garantiert mir zumindest einen späteren Switch und blockiert damit jeden Sweep. Noch steht der Abgesang von beiden bei 3, er benutzt hier den Feuerreigen, was mich natürlich neutral trifft, da ich Wasser-Eis bin. Übrigens, Lapras kann nicht Siedewasser erlernen, hat mich leicht überrascht. Hier geht mein Whirlpool dann daneben und da wusste ich, jo, kannst vergessen, ich kann nichts mehr machen, kann es genauso gut sterben lassen. Er will es aber offensichtlich nicht riskieren, dass ich eventuell einen weiteren Angriff überlebe und schickt deswegen wieder Hans-Peter rein, wieder sein Tentoxer. Und werde diese Möglichkeit gleich nutzen, nachdem jetzt mein Whirlpool trifft. Ich war ein bisschen genervt davon. Und werde jetzt eine Gelegenheit nutzen, um eine weitere Lage Toxic Spikes auszulegen. Das Problem ist bloß, dass wenn dein Pokémon bereits vergiftet ist, die Toxic Spikes nicht mehr bringen. Nichts mehr bringen. Ganzes gutes Deutsch reden ich bitte sollte. Und alle meine Pokémon, die vergiftet sein können, sind schon vergiftet. Ich würde gerne sagen, dass das so geplant war, aber das war es nicht. Denn die anderen Pokémon, die ich noch habe, die nicht vergiftet sind, sind mein Megastolos, mein Durant, die beide Stahl sind und deswegen nicht vergiftet werden können. Und mein Vivillon, was glaube ich nicht vergiftet werden kann, weil es fliegt. Ich glaube, fliegende Pokémon werden nicht von Toxic Spikes getroffen. Ich gehe hier natürlich drauf, nachdem ich noch ein... sag schnell. Abgesang ausgelassen habe. Er ruft seinen Tentoxer zurück, nachdem ich mein Megastolos rausgelassen habe. Und macht dann die Mega-Entwicklung, mein Mama Kaiju. Und legt die Tarnsteine raus. Ich hatte gehofft, er bleibt noch eine Runde drinne und versucht mich vielleicht mit Siedewasser zu verbrennen, aber tatsächlich wechselt er sofort raus und will mich dann natürlich mit einem Feuerreigen mit ziemlicher Sicherheit, obwohl One-Shotten vielleicht nicht unbedingt, aber über die Hälfte wird er mir auf jeden Fall abziehen. Ich predikte das und schicke deswegen meinen Quaxo wieder raus. Der Regen plus meine komplette Special Death Investment sollten ausreichen, um den Angriff locker wegzustecken und tatsächlich, ich nehme 7 Schaden. Dazu muss noch gesagt werden, ich glaube, er bekommt im kompletten Game nicht einmal den Spezialangriffsboost durch Feuerreigen, was schon ein bisschen gemein ist. Hier benutzt er Ruheort und ich dachte, er hätte sich verklickt, aber er hat mir auf Twitter danach tatsächlich gesagt, dass er gedacht hätte, er wäre langsamer. Warum auch immer man davon ausgeht, dass ein Volcarona langsamer ist als ein Quaxo, weiß er selber nicht. Ich werde übrigens seinen Twitter-Account unten verlinken, ihr könnt ihn gerne mal herausfordern, die Kämpfe gegen ihn sind auf jeden Fall immer ziemlich cool. Hier, ich bin auf 4 KP runter. Das ist ziemlich eindeutig, dass der Feuerreigen mich besiegt. Es wäre natürlich lustig gewesen, wenn ich aus irgendeinem Grund mit irgendwelchem Min-Max-Damage mit einem HP überlebt hätte, aber dann hätte das Gift mich geholt. Also leider nein. Hier schicke ich jetzt mein Voltenso raus, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass zu diesem Zeitpunkt eine Elektroattacke ausreichen sollte, um es zu besiegen. Und ja, der Donnerblitz reicht dann logischerweise auch aus. Ich nehme noch ein bisschen Schaden durch das Gift. Ist nervig, aber nicht das größte Problem. Jetzt schickt er Schnappi raus, seinen Megaflunkkiefer, und ich habe mir nur gedacht, scheiße, das habe ich vergessen. Er hat immer noch Megaflunkkiefer. Hier rufe ich jetzt zurück, ich verstehe nicht warum. Ich meine, Hitzekeule hätte immer noch eine Menge Schaden gemacht und er wird sich sowieso vermutlich in der ersten Runde boosten. Aber tatsächlich pullt er hier einen Double Switch und schickt sein Tentoxa raus. Hat mich ein wenig überrascht. Ich weiß nicht wirklich, was er da predicted hat. Vielleicht wollte er auch einfach die Feuerattacke. Ja, ich glaube, das macht sogar am meisten Sinn. Ich nehme an, er wollte den Hitzekoller locken, um dann meinen Spezialangriff zu senken und Tentoxa hätte das locker weggesteckt. War ziemlich gut gespielt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Hier benutzt er jetzt das Siedewasser und bekommt nicht den Burn. Also die Hacks sind definitiv nicht auf seiner Seite, bis auf meinen Miss. Hier der Eisenschädel. Ich hatte Angst, dass er nicht trifft, da ich den... Obwohl, doch, ich hatte den Boost. Hier schreckt er jetzt zurück, was natürlich ein bisschen sehr unglücklich ist. Benutzt dann den Schutzschild und ja, ich versuche natürlich noch mit dem Eisenschädel anzugreifen. Bringt mir nicht viel. Siedewasser hat übrigens eine Menge Schaden gemacht, weil Durant ungefähr 0 Spezialverteidigung hat. Ich greife nochmal mit dem Eisenschädel an und tschüss.
Tschüss, dein Toxa. Ich bin froh, dass es weg ist. Ich überlebe mit 4 HP den Rückstoß durch mein Leben auf. Und er schickt seinen Flubber rein. Werd dann von Schwitzenstein getroffen und der Doppelgänger von Flubber aktiviert sich. Und er hat jetzt ein Plus, ein Angriff, plus ein Genauigkeit. Durant. Ich weiß nicht, ob er gechoicegrafft ist oder den Flottstaub trägt, aber ich glaube, der Flottstaub triggert nur, solange es noch ein Ditto ist. Ich bin mir nicht sicher, ich will mich da nicht festlegen. Auf jeden Fall outspeedet er mich. Und ich schicke mein Dark Thunder rein. Er benutzt Eisenschädel und ja. War weniger gut. War so nicht geplant. Allerdings schicke ich jetzt Mama Kaiju rein, denn mit einer Gesteins-, einer Käfer- und einer Stahlattacke, die alle physisch sind, kann er nicht viel gegen mich machen. Ich predikte hier natürlich den Switch und sag einfach, weißt du was? Fick dich, ich benutze Erdbeben, auch wenn du Bedroher hast. Der Schaden sollte immer noch ziemlich gut sein. Und ja, tatsächlich, ohne den Bedroher wäre es vermutlich sofort draufgegangen. Darum hat er hier jetzt die Möglichkeit, mit einer Mega-Entwicklung und ich glaube dem Feuerschlag mir noch Schaden reinzudrücken. Ach nee, den Feuerzahn, stimmt. Der Feuerzahn. Mir noch Schaden reinzudrücken, aber komplett physische Defensive plus die Filterfähigkeit reduzieren den Schaden einfach so weit, dass es ihm nichts bringt. Und ich bin ganz ehrlich froh, Megaflunkiefer so schnell rausgenommen zu haben, denn Megaflunkiefer hat mir schon ziemliche Probleme gegen ihn bereitet in der Vergangenheit. Und hier werdet ihr jetzt sehen, habe ich ein bisschen mehr vorgespult, denn ja, Erdbeben. Kaum Schaden. Erdbeben. Kaum Schaden. Das geht jetzt ein bisschen so hin und her. Dass mein Angriff gesenkt wurde, ist auch nicht unbedingt hilfreich. Und ich habe mir gedacht, ja, irgendwann kriegt einer von uns beiden den Crit und der gewinnt dann dieses unglaublich spannende Matchup. Ich bin auf 47 HP runter, benutzt noch ein Erdbeben. Und jetzt benutzt er Erdbeben und kriegt dann natürlich den Crit, was mich rausnimmt. Aber nein. Computer. Ich schicke meinen Bewillen rein, welches dann mit einem Kiefergebrung, glaube ich, war das, seinen Flubber rausnimmt. Und warum ich mich gerade über meinen Computer beschwert habe, der Bildschirm ist schwarz geworden. Ja, ich hoffe, euch hat der Kampf gefallen. Ich mag das Team ehrlich gesagt. Ich werde noch ein bisschen weiter daran arbeiten. Ich werde Lapras eventuell durch einen Kabutops ersetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob momentan noch Regen plus Swift Swim, also Wassertempo, verboten ist. Das werde ich mal nachforschen und sonst haue ich mir einen Kabutops ins Team. Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Falls ja, kommentieren, abonnieren, bitte gut bewerten. Ihr kennt das ja, Link zu Twitter ist in der Beschreibung. Falls ihr bestimmte Pokémon sehen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde versuchen, darauf einzugehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.